Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen dieses Turnier noch mal gespielt, das den Champ Cup, so hieß der Teil. Und ja, da war relativ einfach und ja, ich mir dachte, war ein bisschen zu einfach, deswegen machen wir jetzt was wahrscheinlich etwas schwieriger sein wird. Und zwar, wir gehen jetzt hier in den Kampfturm und versuchen mal zu gucken, wie weit wir kommen mit unseren kürzlich trainierten, ja, seit lang trainierten Pokémon, die ich jetzt schon seit einer ganzen Weile hier am Züchten und Trainieren und EV trainieren bin und all so was. Und ja, ich habe gehört, man bekommt was Schönes, wenn man hier einen bestimmten Level erreicht. Ich weiß nicht mehr welchen, aber ich versuche jetzt mal so weit zu kommen wie möglich. Und ja, außerdem will ich mal ein paar, ja, das Ding habe ich nicht mehr angenommen, weil dafür braucht man, das Ding kann man sich irgendwie nicht züchten. Und ja, deswegen will ich mir halt überlegen, wann ich mir das irgendwann hole, den richtigen Dingen, ja, Wesen und so. So, ich will übrigens Entschuldigung, immer noch ein bisschen Kratzen im Hals. Ich will übrigens noch ein bisschen hier GP mal endlich sammeln, damit ich hier mal ein paar schöne Sachen kaufen kann, ne? Ach, die kann man gar nicht holen. Ich habe hier so einen Macho-Button oder sowas gesucht, weil das alles ein bisschen beschleunigen würde. So, ich habe ein paar sehr gute Pokémon hier vorbereitet, die hoffentlich ein bisschen hier was reißen können. Alle Pokémon hier haben maximal EV. Falls ihr nicht wisst, wie das ist, was genau EV sind, dann erkläre ich das mal ganz kurz. EV ist EV bekommt man durch jeden Kampf und also gegen jedes Pokémon. Jedes Pokémon gibt eine verschiedene Anzahl von EV und ja, diese kann man dann gezielt trainieren, wenn man gegen bestimmte Pokémon kämpft. Wenn man zum Beispiel 100 Mal gegen ein und dasselbe Pokémon kämpft, das weiß ich nicht, KP zum Beispiel gibt, dann ja, kann man das Pokémon, das man mit diesem Pokémon bekämpft hat, und alle anderen Pokémon, die Erfahrungspunkte auch bekommen haben, auf KP hochtrainieren. Und ja, also im Klartext, man kann verschiedene Werte gezielt hochtrainieren. Und ja, das habe ich mit einigen Pokémon gemacht. Hier haben wir zum Beispiel einen Stalos. Und was ich auch nicht gewusst habe, was auch irgendwie nirgendwo angezeigt wird, ist, man kann hier X drücken und dann boom, dann sieht man, wo die ganzen EV trainiert sind. Und ja, das hätte ich gerne ein bisschen früher gewusst. Und ja, gehen wir mal zu meinem Story-Team noch vorher. Da kann man zum Beispiel sehen, die habe ich ja im Laufe des Spiels hier wie blöde hier gegen alle möglichen Pokémon kämpfen lassen, und wie man sieht, die Werte sind überall hingegangen, weil das halt nicht gezielt war. Und ja, das ist noch gelb, das bedeutet, die haben noch nicht alle ihre EV verballert. Wenn das grün ist, das Ding in der Mitte, dann bedeutet das, man hat alle EV verbrutzelt. Und da kann man sich auch, glaube ich, ein Band abholen, was jetzt hier keiner hat im Moment. Und ja, wie gesagt, die ganzen Werte sind alles wirrwarr verteilt worden bei diesen Pokémon. Anders als bei diesen, ja, die ich ja alle hochtrainiert habe. Ich habe ja ein paar coole Pokémon gefunden, die ich mir ein bisschen hochtrainiert habe. Ein Stalos, ein Felinara, ein Ninja Turm, Frostage. Und ja, die habe ich alle auf bestimmte Werte hochtrainiert, entweder defensiv oder physisch und schnell. Zum Beispiel hier Stalos, das haben wir auf KP und Spezialverteidigung hochgelevelt. Das Ding hat schon von Natur aus eine riesige Verteidigung, also braucht es keine Verteidigung noch mal höher, finde ich. Felinara auf Spezialangriff und Initiative zum sogenannten Sweepen, also man geht mit diesem Pokémon rein, haut alles weg, und ja, wenn man Glück hat, ist man schnell genug als alles andere und haut alles weg. So, gleiches auch mit Angriff gibt es natürlich auch. Dann ein paar defensive Pokémon. Und ja, hat ein bisschen gedauert, hier einige zu finden. In Dinolus habe ich übrigens auch schon so trainiert, ne, der ist brutal stark. Und ja, ich gehe mal so ganz kurz hier durch, ja, Red Wing. Keine Ahnung, ich bei meinen Pokémon im Story-Modus, sag ich mal,
habe ich ja so ein bisschen versucht, so normale Namen auszuwählen, aber bei so Competitive Pokémon, die ich wahrscheinlich online benutzen werde, gehe ich da so voll raus. Ja, Nidhogg hier, dieser mythologische Drache aus der nordischen Mythologie, was auch irgendwie eine riesige Schlange war. Cubey, das ist eine Anspielung an Madoka Magica, was auch ein bisschen so aussieht wie Fena, der Richter, das ist eine Anspielung an Final Fantasy 10. Ice Queen, das war ein bisschen, ja, unkreativ. Rey Mysterio hat nicht gepasst, deswegen Mysterio. Rey Mysterio ist ein, wie nennt man das, so ein maskierter Wrestler. Solaire, das ist von Dark Souls, und ja, Sonnenanbeter, weil das Ding kann Dürre, und ja. So, ich habe übrigens auch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe hier, das Ding heißt OG Shiny, Original Shiny. Warum? Deswegen, ich habe es geschafft, irgendwie in so einer Diner Raid ein Carpador zu fangen auf Level 60. Und als ich dann im Pokédex nachgeguckt habe oder in der Box nachgeguckt habe, ich gemerkt, warte mal, das Carpador ist ja golden. Das hat man irgendwie nicht so erkannt, als es so Dynamax war. Und ja, und das hat sich natürlich in eine rote Garados verwandelt. Und ja, also das originale Shiny. Deswegen OG Shiny. Und ja, ja, gehe ich mal hier so ganz kurz rüber. Ich habe Deleons Glumanda auch natürlich spezial trainiert, weil wahrscheinlich das einzige Pokémon ist, das eine Dynamax, Geiger Dynamax Form hat. Das ist auch ein bisschen blöd. Du kannst irgendwie nur Pokémon, die du in der Naturzone gefangen hast, Dynamaxen, wenn du ihn dieser Raid hier irgendwie die fängst. Da finde ich ein bisschen doof, weil das, wenn ich irgendein anderes Pokémon habe, was kann ja noch Geiger Dynamaxen? Von denen ja nichts, glaube ich, egal. Und ja, ja, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Pokémon ich jetzt hier im Kampfturm reinbringe. Da steckt sogar ein bisschen Strategie hinter. Die ganzen Attacken sind jetzt noch nicht so optimiert, weil ich muss die halt alle erstmal sammeln von den ganzen Diner Raids und so. Und ja, aber ich verfolge schon so hier so einen großen Plan. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Pokémon ich nutzen kann. Ich glaube, ich kann immer nur 3 benutzen, ne? Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin jetzt gespannt. Da kommen wir ein paar Kampfturm. Wonach steht der Sinn? Erklärung anhören. Ich glaube, das haben wir uns schon mal angehört, oder? Ja, ganz auf denselben Regen gezogen wie bei Rangkämpfe. Gewonnene Kämpfe gibt es Belohnung wie GP und Sonderbonbons. Die gleichen Regeln wie in Rangkämpfen finden hier statt. Ja, wie wäre es, wenn wir mal die Regeln vom Rangkämpfen, weißt, wenn ich schon die Rangkämpfe gemacht habe? So, also die hat mir jetzt gar keine Erklärung gegeben. Welchen Regeln? Dieser Kampf, man schicken beide Seiten je ein Pokémon zugleich in den Kampf. So, Anfängerklasse steht da. In die vorherige Regel, Kampfteams müssen aus 6 unterschiedlichen Pokémon-Arten bestehen. Ich muss 6 Stück wirklich mitnehmen. Nicht doppelte Ausführung vorkommen, ja, das wusste ich. Schicken beide Seiten je 2 Pokémon zugleich in den Kampf. Ich mache mal Einzelkampf. Und ich werde sogar dieses Team hier reinnehmen, okay. Finde ich nicht schlecht, gut, weil ich habe mir halt schon so ausgesucht. So. Kleine Erläuterung, was ich so geplant habe. Stalos hat Überreste, hat Tarnsteine, das geht in den Kampf rein, packt Tarnsteine in den Kampf und hat so, ich sag mal, auf glücksbasierende Attacken, so Eisenschweif und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Also das ist einfach nur dazu da, um Tarnsteine zu legen und dann, wenn ich Glück habe, voll die starken Attacken einzusetzen. Felinara ist eigentlich nur für Mondgewalt da und das macht halt derbe Schaden. Und ja, Ninja Turm, das ist so ein kleiner Joker, sag ich mal. Wenn ich Glück habe, klappt das so und ich komme mit Wunderwache hier relativ weit. Frostage ist sehr schnell, habe ich Lebensorb gegeben, damit es ordentlich Schaden macht. Hat gute Angriffe, hat ein bisschen, glaube ich, ihr Licht auch, um Angriff zu senken. Ich habe vergessen, wie das Ding noch mal auf Deutsch heißt. Eigentlich Mysterio hat dieses eine Kraut, das irgendwie dafür sorgt, dass man Angriffe einsetzen kann, ohne dass sie sich aufladen müssen, weil das Teil hat Himmelsfeger. Und ja, Kurtel, da habe ich einen Luftballon gegeben, damit es immun gegen Erdbeben ist. Und das Ding hat Dürre
was auch nicht schlecht ist. Und ja, warum wir weiterkommen, gut, gehen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Und ich kann nur drei auswählen. Boah, jetzt sagte mir natürlich, dass ich ja natürlich, nachdem ich ja alles erklärt habe und so, ne? So, die werden alle auf Level 50 noch runtergescaled. So, was nehme ich denn am besten? Ich will auf jeden Fall ihn hier reinpacken. Dann will ich wahrscheinlich Ice Queen allein wegen Leben auch schon. Ice Queen ist sehr schnell, deswegen sollte das eigentlich bringen. Und dann vielleicht Solaire. Da habe ich aber zwei Defensive, das ist auch nicht so gut. Hubert hat, glaube ich, auch ihr Licht, ne? Nö. Blöde ist, Hubert hat nicht so gute Angriffe, das ist ein bisschen doof. Mysterio. Ja, mir fehlen noch einige so Rollen, sage ich mal. Ob Stalos und Kohl sind so die einzigen defensiven Pokémon, die ich wirklich habe, was ein bisschen doof ist. So, was warten wir mal? So, gut. Da kommen wir mal, wie weit wir kommen. Wer schon mal hier so Kampfturm, Kampfzone oder irgendwie so was gespielt hat, der weiß, dass das hier relativ schwierig ist. So, egal, wer gewinnt, auf hier. Wir haben jetzt Spaß, okay? Nein, ich gewinne. Knirps Ronnie. Also ja. Wer schon mal irgendwie so was hier gespielt hat, dann der weiß, dass das hier echt hart wird. Wir können sogar Dings einsetzen. So, wir machen natürlich Tarnsteine als erstes. Gena, das ist schon mal sehr doof. Also wir müssen das Ding direkt auswechseln. So. Ja, das ist schon mal sehr blöde, ey. Erster Kampf und wir kriegen jetzt hier schon auf die Phrase. Ich will mal jetzt gucken, wer hat eine höhere Spezialbeträchtigung. Mein Gott, hast du wenig Spezial. Okay, ich hoffe wirklich, du überlebst das. Aber wenn du wieder, wenn du zum Angriff kommst, dann wird das schon reichen. Und ja, normalerweise bin ich das gewöhnt. Wow, das war doof. Normalerweise bin ich das gewöhnt, dass die Gegner noch relativ einfach anfangen. Oh Gott. Hier geht schon ein bisschen, oh, ehrlich. Überreste. So. Also mach mal, ich will das Pokémon down kriegen. Das heißt, der erste Kampf und geht mir jetzt schon auf die Nerven. Das ist ein bisschen doof. So. Wahrscheinlich verlieren wir erst vor Stage, weil sie einpennt, ja. Das ist kacke, aber wir haben Tarnsteine draußen. Vulnona, sehr gut. Tarnsteine werden ordentlich Schaden machen. Sehr gut. Was? Geht durch den Luftballon in die Schwebe. Okay, ja, super. Also. Der Gegner wird sogar angezeigt hier, dass Dings ausgerüstet ist hier. Luftballon. So, das ist schon mal sehr doof, ne? Ich habe nichts gegen das Teil, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Ich hab Schaufler. Ich hab Steinkante. Ehrlich, oh nee. Also das ist der erste Kampf, ne? Das fängt schon richtig schwer an, ne? Ich glaube, ich muss einige Level irgendwie ja schon schaffen, irgendwie, um, weiß nicht, mal zu bekommen. Weiß jetzt nicht mal was, aber irgendwas bekomme ich. Ach, wegen dem, boah, ich bin blöd. Okay, ist keine andere Wahl. Das war wirklich der erste Kampf und ich krieg auf die Fresse, wie blöd. Da Stein kann ich kann jetzt nur Steinkante eigentlich einsetzen. Blöd, hast du keine Feuerattacke? Wow,
Ja, treff. Wow. Ja, okay, durch Verbrennung, aber trotzdem. Schaffe ich doch nie im Leben, hier irgendwie weiterzukommen. Ich könnte Dynamax einsetzen, ne? Also. Wow. Ich verliere wortwörtlich am ersten Kampf, ey. Das gibt's jetzt nicht. Ich habe mir solche Gedanken gemacht in all das, ey. So. Praise the Sun. Ja. Gut. Muss mal den hier machen, ne? Oh ne, du hast doch bestimmt Dings, ne? Okay. Ich kenne das Ding, das hat doch bestimmt Feuerfänger. Das kann keine Dings einsetzen. Das muss Solarstrahl einsetzen. Ja, entweder habe ich ein sehr schlechtes Team gewählt oder Gegner ist einfach schon jetzt viel zu krass, ey. Dagegen machen sollen, ne? Ah, Flammenwurf, ja klar. Autsch. Mein Luftballon ist geplatzt. Wie kannst du es wagen? Hier, Fußrad. Bitte geht rauf. Ja, ich habe schon verloren. Also. Hey, was ist das denn? Ey? Ja, ich versuche jetzt mal. Du hast Feuerfänger, ne? Du hast keine Dürre. Du musst einen Feuerfänger haben, oder? Ey, was ist das denn für ein Kampf, ey? Hier hat doch nicht mal annähernd eine Chance. Hey. Am Scheiß, ein bisschen unfair, ey. Was soll ich machen? Oh. Wow. Ja, und ich heile das Ding wieder hoch, ist klar. Ey. Ja, ist der noch aktiv? Ja, ne? Ja, ich bin tot. Sie auch EV trainiert, die sind doch auch 100 pro EV trainiert, ey. Ich kann, das kannst du mir nicht sagen, ne? Ja, du hast gewonnen, geil, super. Und ich grinst aber. Schade, dass du dich gewonnen hast. Versuch ein andermal. Ein Glück. Hey, was ist das denn? Boah, gehört noch einmal. Hey. Oh, ein anderen Team. So, kann man jetzt nicht so stehen lassen, ey. Einzelkampf, ey. Gibt's da jetzt nicht. Ich war annähernd eine Chance gehabt hier gegen das alles, ey. So, dann machen wir. Cubey, versuchen wir mal. So. Alter. Schon wieder du? Dann bin ich auch schon wieder gleich. Ey, du willst mich doch hier verarschen. Was hat denn für ein Kack? Oh. Haben die mal die gleichen Teams oder wenn sie sich nach meinem Team irgendwie richten, weil das ja los. Oh. Was ist ja los, Mann. Déjà vu, ey. Schutzschild, ey. Wir müssen genau die gleichen Attacken immer. So, diesmal hier. Deiner Spuck. So, ich hau jetzt mit einem Schlag weg, bevor du jetzt mich hier einpennen lässt. Ey. So, dann kommt er gleich wieder Vulnona. Was soll ich denn dagegen machen, ey? Ich werde zwei Zahnsteine hier.
Vor allem, das ist der erste Kampf, das ist das, was ich am meisten abkacke. So, das ist mit einem Schlag weg. Gut. Okay, Lebensorb und Dynamax. Südomega. Noch ein. Aber das ist wahrscheinlich das, was. Okay. Ich meine, als das Pokémon noch gekommen wäre, ne? So, das ist jetzt nur Vulnona übrig, ne? Oder auch nicht? Ich weiß nicht mehr. Von Spitzenstein getroffen. Es ist von einem Hagelsturm. Denkt die Verteidigung. Mal deiner Frost. Oh nee. Egal, Düderfrost. So gut, den ersten Kampf haben wir vielleicht geschafft. Bleibt hier. Ja gut. Mein Gott. Oha. Wenn jetzt nur so weitergeht, ne? Dann wird doch nur noch schwieriger von mir aus. Ich habe mir schon als keine Chance gegen halt die Klappe. Du hast 2 GP. Möchtest du weiterkämpfen? Ja, natürlich. Bin ich irgendein dahergelaufener Knirps? Ich bin der Knirps. So, Vedo fängt jetzt auch mit einem Somnivore an. Die Ponytox. So, dagegen ist Nidhogg. Wenn du jetzt nicht irgendwie mit sehr gefährliches hast, dann wird das einfacher. Einfacher. So, ja, mach ruhig. Setzt bestimmt Erdbeben oder irgendwie so ein, ne? So. Ja, nee, ich weiß, das Ding kann Flammenwurf, aber dann warte mal, wird doch kein. Wird doch Dings keinen Sinn machen. So. Jetzt mal noch mal Tarnsteine ein. Ableitief. Das bin ich nie im Leben damit. Mit Stardust wirst du nicht mit physischen. Was? Kann man da nicht zweimal liegen? An den Stachlappen. Oh. So, jetzt kommt mein Masterplan hier, Schaufler. Wir haben Überreste, also heilen wir uns dabei sogar noch ein bisschen hoch. Pass auf. So, jetzt haben wir uns hoch. Das ist eigentlich nur, weil ich kein Erdbeben habe, also. Und die KI hier ein bisschen hochgeballert. Ja, ne? Wie ich mache jetzt platt, pass auf. Hochrüstung, Alter. Das Ding wird immer stärker. Okay, in was? Boah. Ich überlege gerade, ob ich Dings einsetzen soll. Dynamax. Habe ich dann noch? Vor allem das Ding wird alles weghauen, habe ich so das Gefühl. Okay. Du kannst eine Kampfattacke nicht gegen Dings einsetzen. Also. Oh. Nicht damit rechnen, dass man Tarnstein zweimal einsetzen kann. Aber ja, dazu. Ja, gut. Hey. Wir hier so irgendwie ein höheres Level oder irgendwie so was erreichen. So. Mal wieder Ice Queen. Ein Ableitief kannst du ja sonst wohin stecken jetzt. So, deiner Frost. Noch ehrlich. Krebotag, ey. Oh nee. Oh, das Ding ist unlicht. Oh. Alter. So, jetzt mal gut machen. Hier werde ich mal Spaß dran haben. Habe ich gedacht, mit meinen competitive trainierten Pokémon will ich so ein bisschen einfacher haben, so ein ganz klein bisschen einfacher, aber ne. So, Lebensorb und ja.
Ames Orb, Step und all das macht trotzdem Schaden. Ja, du wirst mich doch nie im Leben mit einem Schlag hier weghauen. Pass auf. Was macht er jetzt hier? Pass auf. Was? Ach, der wurde eingewechselt, deswegen kam er nicht dazu. Ah. Wow, dann hat die Einwechslung ja gar nichts gemacht. Ja gut. Ich dachte, er hat sich für Schwierigkeiten. Elektragon. So. Du warst Elektro und noch irgendwas Stein. Da steht ja sehr effektiv. Warum denke ich überhaupt nach, ne? Spiel nicht mehr denken. So, hier komm her. Boom und weg bist du. Gut. Wenigstens kommen wir jetzt ein bisschen voran. Oh, du bist ja noch übrig, stimmt. So, spitzen Stein getroffen. So, Hagel haben wir auch noch. So, hier, komm mal her. Ehrlich, du hast deine ganzen Speed Boost und so verloren. Also hier, komm. Fluch, ja, meinetwegen. Du bist jetzt nicht mehr so schnell. Mich fertig machen. So, Hagelkörner, Verbrennung. Sehr gut. So, Eisstrahl, wenn ich Glück habe, möchte ich das erledigen. Du wirst nie im Leben jetzt schon und schneller sein als Dings, ja. Das DJ ist extrem schnell, also. So, gut. Ja, du bist so und ja, okay. Ableitiv hätte er nicht einsetzen können, selbst wenn er jetzt Prozedur erledigt hätte. Durch Verbrennung und Hagel wäre es schon drauf gegangen. No, jetzt hört natürlich der Hagel auf, ist klar. So, Verbrennung. So. Und ich bin immer auch schneller, ja. Und gut, geschafft. Oh, ihr weiter kommen, ey. Vielleicht muss ich doch mal ein bisschen wachsen. Ich mag irgendwas anders kämpfen als nur gegen Knirpse. Glückwunsch, du hast Rang 2 erreicht. Zur Feier des Rang aufschießt, bekommst du eine Belohnung. Sonderbonbon. Okay, ich konnte gar nicht weitermachen. Vielen Dank, wir uns bald wieder. Okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich kann jetzt noch ein bisschen was machen, aber. So, okay. Kann ich euch mal irgendwie auswählen, welchen Rang ich spielen will? Ich weiß, wenn ich so ein paar weniger GP irgendwie sammeln möchte und so, ne? Aber wo GP, wie viel habe ich denn jetzt? 4 oder 5, naja, 7. Okay, das wird ein Spaß. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Ich, ich würde gerne im Internet nachgucken, weil ich weiß, wenn man einen bestimmten Rang erreicht, dann bekommt man irgendwas Schönes. Und dann würde ich irgendwie, weiß ich nicht, offscreen bis zum Rang davor irgendwie hoffentlich hinleveln und dann irgendwann, ja, wenn man diesen wenn wir kurz vor dem Rang sind, wo wir freischalten, versuchen aufzunehmen und zu gucken, ob wir diesen Rang dann schaffen und dann hoffentlich die Belohnung bekommen oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht kriege ich auch jetzt hier irgendwo eine Belohnung, weiß ich nicht. Hier gibt mir eine Belohnung. Ja, geht nicht. Gut, aber man sieht, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Wenn ich vielleicht sogar noch stärkere Pokémon hätte, dann vielleicht sogar noch besser, aber ja, was soll man machen? Ich gebe mir hier Mühe, ich werde ein paar GP sammeln, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, noch einige gute Attacken und so hier für meine Pokémon sammeln und ja, dann gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge, weiß ich nicht, wird vielleicht ein Fangpart oder die nächste Runde hier irgendwie, weiß nicht,
glaube jetzt nicht, dass das, obwohl vielleicht wird das doch interessant, das aufzunehmen, aber weiß ich nicht, ich würde dann schon irgendwie gerne so ein bisschen, also was, wir nehmen, glaube ich, im nächsten Part noch einmal Doppelkampf auf versuchen und ja, das wäre doch vielleicht eine gute Idee, oder? Alles klar, dann würde ich sagen, dann machen wir noch vielleicht einmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.